sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie inmitten dieser weltweiten Pandemie abermals zu einer virtuellen Eröffnung in der Albertina. Heute eröffnen wir eine Ausstellung zur amerikanischen Fotografie der 30er bis zu den 2000er Jahren, wahrscheinlich die größte Ausstellung über amerikanische Fotografie, die hier in Mitteleuropa jemals stattgefunden hat. Als wir vor über 20 Jahren die Fotosammlung in der Albertina etabliert haben, war es unser Ziel der Fotografie in einem traditionsreichen Museum wie der Albertina, denselben Status zu verleihen wie den Meisterzeichnungen von Michelangelo oder von Albrecht Dürer und den Radierungen von Goya. Und auf der anderen Seite haben wir mit unserer Sammlungstätigkeit von Beginn an uns nicht vorgenommen, enzyklopädisch das gesamte Schaffen der Fotografie abzudecken, sondern Schwerpunkte zu legen. Und einer war der Schwerpunkt der amerikanischen Fotografie im 20. Jahrhundert. Nicht zufällig, nicht nur, weil sie bahnbrechend ist, weil sie tatsächlich unser fotografisches Sehen revolutioniert hat, ja unsere Wahrnehmung der Welt verändert hat, sondern auch, weil es mannigfaltige Beziehungen zwischen der Albertina und den USA gibt. Es mag ein Zufall genannt werden, dass die grafische Sammlung der Albertina von unserem Gründer, von unserem Museumsgründer Herzog Albert von Sachsen-Teschen auf denselben Tag fällt wie der amerikanische Unabhängigkeitstag, der 4. Juli 1776. Aber dass beide Ereignisse in die Zeit der Aufklärung fallen und dass Herzog Albert von Sachsen-Teschen befreundet war mit Thomas Jefferson, dem nachmaligen Präsidenten und vorherigen Botschafter in Paris, mit Benjamin Franklin im Austausch war, zeigt einmal mehr die Verbindung zwischen USA und Europa. In unseren anderen Kunstsammlungen, in der Zeichnungssammlung oder in der Gemäldesammlung der klassischen Moderne, spielt die amerikanische Kunst eine marginale, fast gar keine Rolle. Das ist schon vollkommen anders in unseren Sammlungen für Gegenwartskunst, wo wir Schwerpunkte von Andy Warhol bis Alex Katz und David Selle aufweisen, und aber vor allem in der amerikanischen Fotografie. Diese zu zeigen in einem großen Überblick macht hier besonders viel Sinn, und wir können einen großen Teil aus unseren eigenen Beständen abdecken. Schwerpunkte, die nicht zufällig auch auf europäische Fotografen zurückgreifen, denn es waren an mehreren entscheidenden Sattelstellungen Europäer, die in Wien geborene Lisette Model oder der Schweizer Fotograf Robert Frank, die der amerikanischen Fotografie Impulse verliehen haben, bahnbrechend waren und Legionen von Schülern mit sich gebracht haben. Lisette Model ist die Lehrerin nicht nur von Larry Fink, sondern auch der berühmten Diane Arbus geworden. Und Robert Frank hat die Sozial- und Reportagefotografie revolutioniert mit seinem legendären Fotobuch, das 1959 erschienen ist, The Americans. Dieser Bezug auf eine europäische Sicht, auf das Hässliche, auf das Gewöhnliche, auf das andere Amerika, haben amerikanische Fotografen begierig aufgegriffen. Und wer heute ein Bild von den USA bekommen will, von der Weite der USA, von der Erhabenheit und Größe ihrer Natur, von den Suburbs, von dem Elend, das sich ganz gegen den Mythos vom American Dream dort abspielen kann, der greift auch auf diese europäische Sicht auf Amerika zurück. Diese Ausstellung kann auf unsere eigenen Bestände zurückgreifen und deckt mannigfaltig das Wesen und die Hauptzielpunkte amerikanischer Fotografie ab, aber nicht alles. Und so bin ich ganz besonders dankbar, dass wir einen Privatsammler gefunden haben, der die Lücken in unseren Sammlungen schließt, und zwar mit Meisterwerken der Fotografie. Es ist der ehemalige Botschafter der USA in Wien, Trevor Trainer. Ambassador Trevor Trainer hat eine der exquisitesten Fotosammlungen weltweit überhaupt, aber ist darüber hinaus auch einer der größten Kenner der Fotografie. Ich danke ganz besonders herzlich dem Chefkurator der Fotosammlung, Walter Moser, für die Konzeption dieser Ausstellung, die er gemeinsam mit seiner Kuratorin Anna Hahnreich gemacht hat.
Die beiden haben hier einen Parcours von Meisterwerk zu Meisterwerk geschaffen. Und doch zögere ich es, sie Meisterwerke zu nennen, weil wir damit Erhabenheit, Größe, Monumentalität verbinden und diese Fotografien oft gerade durch bescheidene Formate glänzen, obwohl am Ende die Grenze zur bildenden Kunst, zur Malerei, zur Großbildfotografie verschwindet. Und so hoffe ich, dass Sie die Chance nützen, Amerika durch die Augen von Lisette Modell bis Cindy Sherman kennenzulernen und damit vielleicht einen unserer wichtigsten Partner in Europa auf eine andere, auf eine bessere Weise kennenzulernen, als durch das Bild, das vielfach die Medien verkrüppelt uns zeigen. I'm Ambassador Trevor Traina, and I'm also a collector and lover of photography. And I love to collect photography because I find it is such a dynamic and young and ever-changing medium, and it informs us about the world around us. One of the biggest challenges I faced as the American ambassador to Austria was how to describe and depict a country of 330 million people across an entire continent of landmass. It's an almost impossible task, as we Americans are still struggling even to understand ourselves. And yet it's an important one to do, and I salute the Albertina for bringing together many of the brightest lights of the last 100 years of photography, and to allow us to see America collectively through their eyes in all of its complications. In this exhibition, one can see all of America. There is progress and success and joy and aspiration, but there is also poverty, sadness, problems, and all the complexities that a large society would have. And I like the fact that through these various sets of eyes, we paint a picture of what is one of the most complex countries in the world, the United States of America. I've always admired the Albertina Museum, and it was a joy and surprise for me to learn it had such a robust photography program with an excellent curator and an excellent collection. And I really have enjoyed the marriage of some of the masterpieces from my collection with some of the masterpieces of the Albertina. I think it makes for a very compelling look at what is America. I started collecting photography in my 20s, and I began with street photography, the New Documentarians, and I was delighted to see how, with quick snapshots, they showed us all of the different multiple components of American society. Then I became interested in how photography went from the ghetto of small black and white prints into color, and then into extraordinary and exuberant large print color. And that took me through the 1960s and 70s with perpetrators like Eggleston, Sternfeld, and Shore. I view each print as a little bit of a puzzle. I like to look at them and to think, what is this person thinking? Or what is going on in this room or this house or this street? And I think good prints are ones where you can look at the photo again and again and again, and each time maybe learn a little something more or draw a slightly different conclusion. While many of the artists and the images in the exhibition American Photography are both famous and widely known, I think this is a really important analysis of the work of several decades of the greatest photographers. And I think it leads to new insight and new revelations about this most complex of puzzles, that is, what is America? It's the definition.
Die Ausstellung American Photography gibt einen Überblick über ganz maßgebliche und relevante Entwicklungen in der Fotografie in den USA und analysiert auch die Erweiterung des Motivkanons zwischen den 1930ern und 2000er Jahren. Anhand von 5 Kapiteln, die Porträtfotos genauso umfassen wie Streetfotos oder konzeptuelle Fotografie, wird ein Einblick gegeben in diese revolutionären Praktiken. Und das Besondere bei dieser Ausstellung ist auch, dass 2/3 der Objekte aus dem eigenen Bestand der Albertina stammen. Die Albertina hat seit der Gründung der Fotosammlung im Jahr 1999 einen Schwerpunkt auf US-amerikanische Fotografie gelegt und konnte hier wirklich über mehrere Jahrzehnte maßgebliche Protagonisten und Protagonistinnen erwerben und sammeln. Damit aber nicht genug wird diese Ausstellung ergänzt durch einen der wesentlichsten Privatleihgeber oder Privatsammlern der USA, nämlich Trevor D. Trainer, der ehemalige US-amerikanische Botschafter in Wien, der wesentliche Protagonisten und Protagonistinnen der amerikanischen Fotografie sammelt, das schon seit einigen Jahren. Und diese Kombination aus Beständen der Albertina und auch aus Beständen von Trevor D. Trainer erlaubt eine inhaltliche Diversifizierung, aber auch ein unglaublich umfassendes und mustergültiges Bild amerikanischer Fotografie. American Photography gliedert sich in 5 Kapitel. Sie ist inhaltlich strukturiert. Das erste Kapitel widmet sich der Porträtfotografie. Der Titel lautet also Porträts auch als Spiegel der amerikanischen Gesellschaft und zeigt Porträts, die zum Teil sehr voyeuristisch sind, aber vor allem auch sehr bissig und humorvoll. An ganz zentraler Stelle steht hier eine Fotografin, die nicht aus den USA stammt, sondern eigentlich in Wien geboren wurde, nämlich Lisette Modell. Eine österreichische Fotografin, die wie so viele Künstler und Künstlerinnen 1938 in die USA flüchten musste und dort durch ihren Blick von außen oder auch durch den Blick einer Außenseiterin auf ihr unbekannte Elemente es geschafft hat, der USA ganz wesentliche Motive abzuringen und damit aber auch den Motivkanon und auch eine fotografische Praxis radikal zu erneuern. Und was Lisette Modell macht, ist, dass sie mit ihrer Rolleiflex-Kamera, die man ja nicht vors Auge hält, sondern umgebunden hat und sozusagen die Kamera befindet sich auf Bauchhöhe, in von Immigranten und Immigrantinnen frequentierten Orten fotografiert. Sehr spontan, immer untersichtig und auch immer grell geblitzt. Und dadurch schafft sie eine sehr voyeuristische, eine wirklich sehr bissige Form der Fotografie, die sie aber auch danach in der Dunkelkammer noch bearbeitet hat. Man sieht an den Bildern, der Betrachter und die Betrachterin ist sehr nahe dran. Also scheinbar ist auch Lisette Modell mit ihrer Kamera ganz knapp von den Modellen. Dieser Eindruck täuscht. Lisette Modell hat die Bildausschnitte in der Dunkelkammer nachbearbeitet und nachträglich verändert. Also dieser Eindruck der unglaublichen Nähe ist ein Effekt, der sich erst durch die Nachbearbeitung in der Dunkelkammer ergibt. Lisette Modell war in den USA unglaublich erfolgreich, bereits auch in den 40er Jahren. Und war auch deswegen so einflussreich, weil sie auch als Lehrerin gearbeitet hat. Sie hat dadurch eine ganze Generation von Fotografinnen und Fotografen geprägt und auch dadurch die Porträtfotografie in den USA ab den 50er Jahren maßgeblich beeinflusst. Eine ihrer bekanntesten Schülerinnen ist Diane Arbus, von der Sie Objekte auch in der Ausstellung sehen werden. Aber auch Larry Fink, von dem Sie hier am Rand ein Beispiel sehen, der wie Lisette Modell mit seiner Kamera unglaublich nah an die Modelle rangegangen ist und auch geblitzt hat. Also auch er zeigt einen sehr bissigen Blick. Auch ihm geht es keineswegs um die Idealisierung von Modellen und Protagonisten der Upper Class, sondern verbindet eine sehr sozialkritische Haltung mit einem sehr humoristischen Blick auf seine Modelle. Eines der wesentlichsten Themen der Ausstellung American Photography ist die sogenannte soziale Landschaft.
Ein Thema, das in den 30er Jahren entsteht und speziell auch in den 50er Jahren zum Höhepunkt gelangt, aber auch in den 60er, 70er Jahren weiter verhandelt wird. Sie sehen hier ganz zentrale Protagonisten, die auch in der Ausstellung zu sehen sind, nämlich Robert Frank, ein Schweizer Fotograf, William Klein, ein Fotograf aus New York stammend und Lee Friedlander. Das Thema der sozialen Landschaft verhandelt die USA. Es ist gewissermaßen eine visuelle Vermessung des Landes über das Zusammenspiel oder über das Verhältnis von Menschen und ihrem Lebensumfeld. Wichtig ist eben, dass es diesen Fotografen nicht darum geht, durch ihre Bilder objektiv zu dokumentieren oder soziale Reformen umzusetzen, sondern sie drücken durch ihre Fotos ihren subjektiven Blick oder auch ihre persönliche Haltung gegenüber der amerikanischen Gesellschaft aus. Diese Haltung wird formuliert auf Roadtrips am Land in den USA, also auch ein sehr spezifisch amerikanisches Thema und Motiv, aber auch im urbanen Umfeld in den Metropolen Amerikas, also auch hier wiederum ein sehr amerikanisches Thema. Es geht um den subjektiven Blick auf die Gesellschaft, um den persönlichen Blick auf die USA. Und dieser Blick hat nicht immer das repräsentiert, was das Land selbst gerne sehen wollte. Diese Fotografen brechen einfach oft auf sehr provokante, auf sehr radikale Weise mit der Selbstwahrnehmung der USA. Einer der wesentlichsten Protagonisten war hierbei sicher Robert Frank, der von der Schweiz in die USA kommend mehrere Roadtrips durch die USA unternimmt. In den 50er Jahren während der McCarthy-Ära und an Themen sichtbar macht, die bis dahin nicht gezeigt wurden, wie zum Beispiel Rassismus, die Konsumkultur, lauter Themen, die die USA nicht unbedingt in den Vordergrund schieben wollte. Das Thema des Verhältnisses zwischen Menschen und Lebensumfeld oder auch alltägliche Motive, die man bis dahin auch als banal und nicht kunstwürdiger betrachtet hat, wurde nicht zuletzt durch Walker Evans bereits in den 30er Jahren maßgeblich begründet, der während der großen Depression Farmer und vorwiegend auch die Bevölkerung im Süden der USA fotografiert hat. Und wie sehr Walker Evans hierbei auch wiederum zu einem Impulsgeber für Robert Frank und eine nachfolgende Generation an Fotografen wurde, darüber wird Ihnen nun meine Kollegin und auch Co-Kuratorin der Ausstellung Anna Hahnreich berichten. Walker Evans fotografiert Mitte der 1930er Jahre für die berühmte Fotoabteilung der Farm Security Administration, ein Hilfsprogramm der Regierung, das die Armut der Kleinbauern und Farmer des Landes bekämpfen sollte. In seinen Fotografien aus den 1930ern zeigt Evans ein von gesellschaftlichen und ökonomischen Umbrüchen gekennzeichnetes Land. Er zeigt die Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen sowie die Folgen der schweren Wirtschaftskrise auf die Kleinbauern. Einen Teil dieser Fotografien verwendet Walker Evans für sein 1938 erschienenes, extrem einflussreiches Fotobuch American Photographs. Es hat einen sehr facettenreichen Inhalt und aus diesem Grund wurde dieses Fotobuch zu einem Bezugspunkt für viele Fotografen der nachfolgenden Generationen. Walker Evans zeigt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und ihre Lebensräume, die charakteristische amerikanische Alltagskultur und ihre Objekte sowie Plakatwände, Aufschriften, Werbungen. Einen Teil des Fotobuchs widmet er auch der traditionellen amerikanischen anonymen Architektur. Walker Evans thematisiert in diesem Buch soziale Ungleichheiten, Rassismus. Er thematisiert das Verschwinden von Handwerk und die fortschreitende Industrialisierung des Landes. Er kombiniert Porträtaufnahmen mit Fotografien von alltäglichen Straßenansichten sowie von Aufschriften und Werbungen in Straßenlokalen. Über all diese Motive setzt Evans sich mit der gesellschaftlichen Struktur des Landes auseinander und begründet den Topos der sozialen Landschaft. Walker Evans ist auch ein besonders wichtiger Fotograf für Robert Frank. In den Anfangsjahren, als Robert Frank in die USA emigriert war, war Evans für Frank, den jüngeren Fotografen, ein Mentor und beriet ihn auch bei der Antragstellung für das Guggenheim-Stipendium.
Mit Hilfe dieses Stipendiums konnte Robert Frank seine epochale Arbeit The Americans umsetzen und durchführen. Auf mehreren Roadtrips durch das Land hatte er zum Beispiel auch Walker Evans Fotobuch American Photographs mit. Weiters empfahl Evans Robert Frank auch Orte, an denen er fotografieren sollte, die Frank zum Teil aufsuchte. Es entstanden dort aber ganz anders geartete Aufnahmen von Robert Frank, als jene von Evans noch waren. Walker Evans war auch eine wichtige Schlüsselfigur für die sogenannten New Topographics Fotografen, eine sehr lose Gruppe an Fotografen, die sich in der Nachkriegszeit einem Thema gewidmet haben, das alles andere als kunstwürdig war, nämlich der Zersiedelung der Landschaft. Hier sehen Sie zwei wichtige Vertreter, Robert Adams und Louis Baltz, meiner Meinung nach einer der besten Fotografen, den die US-amerikanische Fotografie hervorgebracht haben. Und diese beiden Fotografen zeigen Motive, die damals völlig neu waren und auch ein Resultat der ungemeinen Konsumkultur. Nämlich Suburbs, Reihenhäuser, Tract Houses, Industriegebiete, die diese Fotografen in einer unglaublich klaren, präzise und dokumentarischen Bildsprache festhalten. Ist es jetzt zum Beispiel Robert Frank oder auch William Klein darum gegangen, durch einen sehr subjektiven künstlerischen Blick den individuellen Eindruck festzuhalten, geht es diesen Fotografen das komplette Gegenteil. Es ist eigentlich beinahe eine stillose Fotografie. Der Fotograf soll sich so weit wie möglich zurücknehmen und dadurch aber einen hohen Grad an Objektivität erreichen. Und man sieht auch wunderbar, wie diese Fotografen das umgesetzt haben. Louis Baltz zum Beispiel nähert sich den Motiven eher bildparallel an oder er transformiert auch Häuser, Autos, alltägliche Motive in eine sehr minimalistische Bildsprache und auch in eine sehr klare Formensprache, die auch wiederum ganz wesentlich beeinflusst war, zum Beispiel durch die Minimal Art, aber auch durch die Filmkunst der 60er Jahre, wie zum Beispiel Michelangelo Antonioni. Diese beiden Fotografen verhandeln damit eigentlich auch einen der größten Mythen der USA, nämlich den Frontier-Mythos, also die Besiedelung der vermeintlich unbegrenzten Weiten. Und diese beiden Fotografen führen diese Idee oder diesen Mythos natürlich auch ad absurdum. Sie zeigen sehr deutlich und sehr kritisch auch auf, dass die Weite nicht endlos ist und auch, dass Landschaftsressourcen nicht endlos zur Verfügung stehen und gerade der Mensch sehr wesentlich dafür verantwortlich ist, für die Zerstörung auch wiederum der Umwelt. Ein Thema, das in den 70er Jahren nochmals stärker behandelt wird und bis heute ein zentrales Thema in der Fotografie darstellt. Eine der wesentlichsten Revolutionen in der amerikanischen Kunstfotografie betrifft die Entwicklung der Farbe oder beziehungsweise der Farbfotografie, auch mit sehr nachhaltigem Einfluss. Also auch die europäische und auch österreichische Fotografie wäre ohne diesen Errungenschaften nicht vorstellbar. Und zwar, was für heutige Betrachterinnen und Betrachter ja ungewöhnlich anmutet, ist, dass Farbe in der Kunstfotografie bis in die 60er Jahre verpönt war. Die klassische Kunstfotografie oder auch also diese seriöse Kunstfotografie unter Anführungszeichen musste bis dahin schwarz-weiß sein. Robert Frank zum Beispiel oder auch Walker Evans, von denen wir schon Beispiele gesehen haben, waren vehemente Vertreter der Schwarz-Weiß-Fotografie. In den 60er Jahren und speziell auch in den 70er Jahren treten aber vermehrt Fotografinnen und Fotografen auf den Plan, die versuchen auch Farbe für die Kunstfotografie fruchtbar zu machen. Und das verändert auch die Herangehensweise radikal, denn der Farbfilm funktioniert ganz anders als der Schwarz-Weiß-Film. Er ist jetzt nicht nur teurer und die Drucktechniken oder Printtechniken sind viel aufwendiger, sondern er hat auch eine ganz andere Belichtungszeit, nämlich eine längere Belichtungszeit. Und das bedeutet, dass schnelle aus der Hüfte schießen, was zum Beispiel Robert Frank oder Lee Friedlander in den Großstädten machen, ist damit nicht mehr möglich. Zudem war es auch so, dass man die Kompositionen der Schwarz-Weiß-Fotografie nicht einfach in Farbe übertragen oder gewissermaßen auch kopieren konnte, sondern die Fotografie musste für die Farbe völlig neu erfunden werden. Und ein ganz wesentlicher Vertreter der Farbfotografie ist hierbei William Eggleston, von dem Sie hier ein Beispiel sehen.
der schon sehr früh eine Ausstellung auch im Museum of Modern Art in New York hatte, die aber von der Kritik größtenteils sehr polemisch verrissen wurde. Man hat die Bilder als langweilig bezeichnet und vor allem auch als völlig banal. Und es stimmt insofern, als dass die Motive, die Eggleston gezeigt hat, damals in der Kunstfotografie unbekannt waren. Es waren alltägliche Motive, wie zum Beispiel Schriftzüge, Neonzüge, auch wiederum Themen, die aber parallel in der Pop-Art bereits Thema waren, die wiederum sehr wesentlich auch für William Eggleston waren. Und William Eggleston, der auch auf Roadtrips dann vielfach fotografiert hat, wird wiederum zu einer sehr wesentlichen Figur für spätere Fotografen, wie zum Beispiel Joel Meyerowitz, der beginnt in New York großformatige Aufnahmen der Straße zu fotografieren. Hierbei aber auch eine Strategie anwendet wie William Eggleston, dass er jetzt nicht mehr nur ein Motiv zentral in Szene setzt, sondern Motive im Hinblick auf ihre Farbflächen oder ihre Farbwerte betrachtet und diese Farbwerte sehr unhierarchisch oder gleichwertig im Bild verteilt. Also auch hier sieht man wunderbar, wie Farbe eine neue Form der Komposition auch bedingt. Und diese Art der Fotografie hat Meyerowitz wiederum als Field Photographs bezeichnet. Die zwei bestimmenden Themen dieser Fotos, nämlich einerseits die Farbe und andererseits wiederum das Thema der sozialen Landschaft, also das Verhältnis von Mensch und Lebensumfeld, wird unter neuen Vorzeichen auch bestimmend in der postmodernen Fotografie der 80er und vor allem der 90er Jahre, von der wir uns jetzt Exemplare in der Ausstellung auch ansehen. Nengolin ist eine der wesentlichsten Vertreterinnen auch postmoderner Fotografie. Sie hat einen ganz neuen Dokumentarismus geschaffen, der bis heute einflussreich ist und ohne dem die Fotografie auch heutzutage nicht vorstellbar wäre. Und zwar untersucht sie seit den 80er Jahren Themen, die bestimmend auch sind für die Postmoderne, nämlich zum Beispiel Sexualität, Identität, Geschlechterzugehörigkeit. Und das durch eine unglaublich radikale Herangehensweise. Und zwar hat sie über Jahrzehnte lang ihr persönliches Umfeld fotografiert, ihre Freunde, Künstler, Künstlerinnen, bei sehr persönlichen, intimen Momenten wie beim Geschlechtsverkehr, aber auch beim Drogenkonsum. Und wesentlich ist auch, sie fotografiert eine Gruppe, der sie selbst auch angehört hat. Sie hat jetzt nicht nur ihre engsten Freunde und Verwandten fotografiert, sondern sich auch selber immer wiederum dargestellt. Also sie zeigt sich selber in diesem Kontext und zeigt sich auch als Teil der Gruppe. Und ihre fotografische Herangehensweise kennzeichnet eine sehr spontane Bildsprache. Sie fotografiert mit einer Kleinbildkamera. Es geht bei ihr jetzt nicht um den perfekten Bildausschnitt, um den perfekten Print oder um die perfekte Komposition, sondern sie fotografiert unmittelbar und hierbei nimmt sie auch vermeintlich technische Fehler wie Unschärfe in Kauf. Dadurch erreicht sie aber eine unglaubliche Spontanität, Unmittelbarkeit, auch eine sehr authentische Form der Dokumentation, die die Fotografie nachhaltiger beeinflusst hat. Und während Nengoldin auf einen sehr authentischen Dokumentarismus abzielt, zielen andere Fotografinnen und Fotografen eigentlich auf das komplette Gegenteil ab. Nämlich sie schrauben an dem, was an der Fotografie real sein kann und was nicht. Anders formuliert, sie hinterfragen den Realitätsbezug der Fotografie, also wirklich einen elementaren Bestandteil auch des fotografischen Mediums. Ein Beispiel wäre Philipp Lorca di Gorcia, ein Studienkollege von Nengoldin, von dem Sie Beispiele auch in der Ausstellung sehen werden, aber auch Cindy Sherman, die durch sehr subtile und sehr genau durchdachte Rollenspiele beginnt, auch aus feministischer Perspektive weibliche Rollenbilder kritisch zu hinterfragen. Und ihr gelingt das insofern, als dass sie sich auf den Film bezieht, auf filmische Referenzen und sie wiederholt in ihren sehr genau durchdachten Inszenierungen Figuren von Frauen, die sie an Filme anlehnt, wie zum Beispiel B-Movies, aber auch Autorenfilme von Michelangelo Antonioni oder Alfred Hitchcock. Und in ihrem Studio schlüpft Cindy Sherman in diese Frauenrollen, verkleidet sich, also verwendet sich selbst als Modell und reinszeniert diese Frauenfiguren. Das bedeutet, sie wiederholt diese Frauenfiguren und macht damit aber auch Stereotype, die sie gleichzeitig auch hinterfragt.
Und was Cindy Sherman auch vorzeigt und was ganz bestimmend ist auch für die postmoderne Fotografie, ist dieser permanente Wechsel oder auch dieses Fließen zwischen der Inszenierung und der Dokumentation. Man weiß oft nicht, ist diese Fotografie jetzt inszeniert oder ist sie doch dokumentarisch. Bei Cindy Sherman ist es dann doch relativ eindeutig, dass die Szenen, die sie zeigt, für die Fotografie inszeniert wurden, was aber wiederum bei Philip Locke, die Courtier, oftmals sehr rätselhaft bleibt. Die Frage nach der Realität in der Fotografie oder auch die Fähigkeiten des Mediums, jetzt Realität darzustellen, wird nicht nur von Cindy Sherman behandelt, sondern auch von Tina Barney, die über Jahrzehnte ihre eigene Familie fotografiert hat. Und über die Frage der Inszenierung bei diesen Bildern, darüber wird Ihnen jetzt auch meine Kollegin Anna Hahnreich erzählen. Tina Barney zeigt in ihren großformatigen Tableaus Szenen aus dem Leben ihrer verzweigten Upper-Class-Familie an der US-Ostküste. Gekonnt verwischt sie dabei die Grenze zwischen Dokumentation und Inszenierung. Mit der Großformatkamera fotografiert sie über Jahre hinweg Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde bei alltäglichen Aktivitäten und Tätigkeiten. Immer wieder lässt sie die Porträtierten diese allerdings wiederholen und nachstellen. So greift sie inszenatorisch in ihre Kompositionen ein. Gleichzeitig werden diese Eingriffe überspielt durch eine spontan wirkende Bildsprache, die uns das Gefühl gibt, einem spontan fotografierten alltäglichen Moment beizuwohnen. Barney untersucht ihr gesellschaftliches Milieu und dessen Repräsentationscodes über die Wiedergabe verschiedener Lebensräume, Rituale und den Habitus der Dargestellten. Offen bleibt allerdings, bis zu welchem Maß das soziale Rollenspiel eigens für die Kamera aufgeführt wird. Barney fotografiert sich auch selbst und integriert sich dadurch als Teil der Familie und definiert sich auch als der Schicht, die sie zeigt, zugehörig. Das ist eine mehrfach festgestellte Parallele auch zu Nan Goldin, die freilich ein ganz entgegengesetztes Milieu dokumentierte. American Photography deckt anhand von 33 Fotografinnen und Fotografen wesentliche Entwicklungen in der US-amerikanischen Fotografie zwischen den 30er und 2000er Jahren ab. Aber was all diese unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten eint, ist, dass sie aufzeigen, dass der Mythos Amerika oftmals nur eine Illusion ist. Es sind oftmals kulturelle Grenzüberschreitungen, die die Fotografie erweitert haben, wie zum Beispiel die Emigranten aus Europa, die in den USA einen sicheren Hafen vor den Gräueltaten in Europa gefunden haben, wie zum Beispiel Lisette Modell. Aber die Fotografen sezieren oftmals auch amerikanische Mythen, wie zum Beispiel den Frontier-Mythos, also diese vermeintliche Weite. Aber auch ein Thema, das häufig in der Fotografie kritisiert und analysiert wird, nämlich der American Dream und das Versprechen des Wohlstands. Fotografinnen und Fotografen zeigen vielmehr die Schattenseiten, auch sehr bissige und sehr kritische Analysen auch des Scheiterns von Menschen in der Gesellschaft, die nur am Rande Platz gefunden haben. Und wenn es einen Aspekt gibt, den die Ausstellung sichtbar macht, ist, dass tatsächlich etwas wie eine Nation oder nationale Identität vielfach ein konstruierter Mythos ist, der tatsächlich nicht einzulösen ist. Und mit diesem Gedanken, sehr geehrte Damen und Herren, freue ich mich, die Ausstellung eröffnen zu können und freue mich vor allem noch viel mehr darauf, Sie in der Ausstellung begrüßen zu dürfen.